Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2012, fünfter Saisonlauf. Es steht Catalunya, Barcelona auf dem Programm. Freitag leicht bewölkt, Samstag sonnig, Sonntag leicht bewölkt, oder eher stark bewölkt, muss ich ja schon eher sagen. Ich sehe ja keine Sonne mehr. Reifenverschleiß und so war gut. Warum liegt gerade mein Computer irgendetwas? Okay, jetzt nicht mehr. Wir haben auch wieder ein Entwicklungsziel. Wir springen einfach mal in das Training. 3.390 Runden. Huhuhu. In 44 Grand Prix. Nochmals die Hälfte der Karriere habe ich hinter mir. 15 Pole Positions habe ich schon herausgefahren. Okay, vielleicht kommt die 16. dazu. Ich hoffe es natürlich. Ich gehe eigentlich stark davon aus. Bleibe in drei aufeinanderfolgenden Runden mit abgenutzten Reifen unter der vorgegebenen Zeit. Erstmal das Setup laden. Dann schauen wir mal kurz auf das Wetter. Okay, 16% Regenwahrscheinlichkeit im Rennen. Wird nicht ganz so einfach. Tun wir mal wieder etwas mehr Sprit an Bord. Motor werde ich, glaube ich, nicht wechseln. Team mit Dennis Duell noch kurz anerwähnt. 4 zu 1 für mich. Ich sage, das wird mein Gegner werden. Ja, so. Wir fahren hier mit. Oh, wir fahren hier mit der Hard. Mit der komplett härtesten und mit der Soft-Variante. Und machen wir nochmal das Ziel. Forschung, Entwicklung. Bleiben in drei aufeinanderfolgenden Runden mit abgenutzten Reifen unter der vorgegebenen Zeit. 1:31.599. Mit dem mechanischen Grip um 10% sollte machbar sein. Denk daran, dass du auf angefahrenen Reifen. Ja, genau, am Bremspunkt lasst ihr mich raus. Etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. Die sind ja schon auf Temperatur. Ja gut, so abgenutzt sind sie jetzt auch nicht. In diesem Test schicken wir dich mit abgenutzten Reifen auf die Strecke. Wir brauchen von dir mehrere Runden mit konstanten Zeiten, damit wir feststellen können, wie groß der Verschleiß ist. So, noch ungefähr 5 Tagen Pause, nehme ich mal wieder was auf. Gefühlten 5 Tage. Ich glaube, es sind ja 5 oder 4 Tage waren, wo ich dieses Spiel nicht mehr gespielt habe hier. Weil ich so viel voraufgenommen habe, jetzt muss ich mal wieder aufnehmen. Weil bald habe ich nichts mehr. Dein Speed ist gut, mach so weiter. Das Speed ist hervorragend. Aber so sehr richtig abgenutzt merke ich es eigentlich nicht. Fast in den fünften Gang hochgekommen. Also leicht gesprungen. 23.709 die erste Runde. Nein, nicht optimal die Kurve. Die Kurve ist ganz gefährlich hier, wollte gerade sagen. Und es sollte ich zu langsam.
So eine 1,21 sollte mal möglich sein. Lange werde ich glaube ich nicht testen hier. Für hochgeschaltet. Sieht schon sehr bewölkt aus hier. Dass da wirklich nichts runterkommt. Knapp vor der Abkürzung. Schöne Bodenwelle in der letzten Kurve, sehr weit rausgekommen. Wir haben jede Menge Daten gesammelt. Damit können wir das Auto einen großen Schritt vorwärts bringen. Gut gemacht. Okay. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, dass das passieren wird. Ich wusste, dass das passiert. Mein Gott, da komme ich ja gar nicht mehr zurück auf die Strecke. Das war die schnellste Runde bisher. Die nicht, die davor war die schnellste Runde. Komisch, hat immer komplett verpasst. Da war mein Abflug, da hat man schön die Spuren gesehen. So, wer macht denn da einen auf langsam? Der Reifenabbau doch größer. Über Hinterreifen werden wir mehr abbauen. Ich glaube, ich werde es gleich mal auf weich probieren. Marc ist zurzeit auf dem 6. Platz. Okay, wenn ein De La Rose auf 3 ist, ja, also das stimmt schon wieder was bei Marc, nicht? Okay, deutlich zu spät gebremst.
Die Kurve aber noch, überraschenderweise. Wie gesagt, ich glaube, wir haben es ein bisschen früher. Habe ich wenigstens so eine Erinnerung gehabt. Kobayashi 2, Hamilton 3, Alonso 4. Oh, das reicht schon zum Testen. Das Rennfahren verliert man ja auch nicht. Freikön jetzt auf der 4. Weil ich bin das Training und das Qualifying schon mal gefahren. Naja, das kommt auch noch hinzu. Dann stimmt mein Autosave aber nicht mehr. Und batsch! Muss ich das nochmal fahren hier. 14. nur. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Nein, nee, wir fahren sofort raus. Wir haben durch die Reparatur des Autos Zeit verloren. Ja, weiß ich. Dass wir dadurch Zeit verloren haben. Aber der fährt, glaube ich, gerade rein, oder? Ja, muss er ja. Naja. Der gerade reingeschoben, der McLaren. Oh ja. Hat der fallen die alle in die Box, das wäre super. Also das Mal ist das super für mich. Dann kann ich diese Reifen auf Temperatur bringen in aller Ruhe. Jawohl. So, Reifen werdet warm. Vordere Rechte muss warm werden. Hinterräder kein Problem mehr. Auf eine schnelle Runde gehen. Perez zweiter jetzt. Da hatten wir deutlich schnellere Zeiten möglich. Oh, da dachte ich, der Auto fliegt mal halb weg, ey. Und 22, 3, 1, 6, das reicht. 309 hört ja bei Marga auf zu drehen, okay.
heute mal etwas kurzes Training und Qualify. Es wird in Monaco wieder anders sein. Also da ist locker 1,21 möglich. So, Motor wollte ich ja nicht wechseln, also auf ins Qualifying. Gut gemacht, Platz 1, ganz stark. Teamkollege auf der 7, Button auf der 8. Na, mal schauen. Mal schauen, was sich da im Qualifying 1 ergibt. Aber wie heißt es Sonic? Das kann ich nur bestätigen. Ziel ist, wer der Erste. Holen wir die Pole Position raus, Kollege, und wir fahren sofort raus. Alles bereit. Gut. Wir denken, dass du problemlos die nächste Session erreichen wirst. Mach nicht zu viel Druck. Okay. Da denke ich auch mal, dass ich das locker schaffen sollte. Sollen wir mal mit 100 durch die Boxengasse? So, die Reifen werden hier erst warm. Oh Gott. So, jetzt geht's dann los. Oh, wir hängen wir lange im Drehzahlbegrenzer. Und es sieht sehr gut aus bis jetzt. Okay, hier war ich etwas vorsichtig. Thank you.
Nein! Verdammt! Du bist nur noch Zweiter. Ah, wir müssen in der letzten Kurve weg. Reicht die Zeit trotzdem? Ich glaube nicht. So, die Zeit ist, glaube ich, zu langsam dann insgesamt. Ah! Da habe ich fast das Auto weg in der letzten Kurve. Das hätte doch nicht sein müssen. Massa ist Dritter, okay. Die Runde war exzellent fast. Jetzt ist sogar ein De La Rosa vor mir. Okay, auf der 2. Kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Ich bin momentan echt Dritter. Aber diese Zeit. Da hätte er ihm doch was vorgelegt. Ja, jetzt guck mal, hab ich locker eine Sekunde gekostet. Locker. Vierter, fünfter, sechster, siebter, achter, neunter, zehnter, vierzehnter, fünfzehnter. Na? Ich riskier's jetzt einfach mal. 29,7 war mein letzter Sektor. Das sollte doch reichen, aber so gerade eben. Also eine Reitkünstler wäre ich auch gefahren. 15. Gute Arbeit, du bist für die nächste Session qualifiziert. Oh, da werden wir mal ganz kurz das Herz gehen mit Platz 15. 1,22,6 hätte ich auch fahren können, ey. Trotz Fahrfehler in der letzten Kurve hat das noch gereicht. Immer noch werde erst, das ist unser Ziel. Wir fahren natürlich sofort raus. Ach, warum diese verdammte letzte Kurve? Warum immer die letzte Kurve? Die ist so blöd mit offenem DS. Deswegen bin ich froh, dass wir im Rennen da keinen DS haben. Und nächstes Jahr ändert sich ja sowieso mit der kompletten DS-Regel. Nur in den vorgegebenen Zonen, auch im Training und Qualifying. So, jetzt wird die 1,21er Grenze bei mir fallen. Wenn alles funktioniert. Diese Kurve macht immer weiter dicht, ey. Dann hängen wir wieder lange im Drehzahlbegrenzer. Oh, mein Teamkollege ist da vorne. Okay.
Aligone sieht wieder sehr gut aus. Da hätte besser Platz machen können, Marc. Ja, da fällt die 1,21er Grenze. Rosberg zweiter. Raikkonen auch. Perez 4. Eiszeit, glaube ich, soll es erreichen diesmal. Senna jetzt auf der 4, das wundert mich besonders. Grosjean schneller, okay, wie viel? Na, eine Zehnte, nicht mal. Oh, wie muss ich da jetzt gerade Platz machen? In Rosberg. Man sieht nicht immer, wo hinten einer ist. Okay, einer ist ja gut. Die kann ich auch noch, ja, die finde ich auch noch im letzten Sektor im Notfall. Weber vierter. So, machen wir mal schauen. Oh, die drei sind sogar schneller als ich. Okay, aber in ihrer zweiten Runde. Und dann vierter. 13. muss ich finden. Wie sieht es überhaupt die Runden, die Sektorzeiten aus? Im ersten, glaube ich, bin ich deutlich schneller. Ja, Mitte Sektor, glaube ich, wieder. Da können wir das. Ne, im letzten. Eher Mitte-Sektor wieder. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Ausgeschieden sind Fernando Alonso auf der 11. Kobayashi auf der 12. Pedro de Lauer auf der 13. Beide sauber ist auch. Oh, auf Kobayashi 14. Sergio Perez 15. Felipe Massa 16. Und Vitaly Petrov auf der 17. Beide Lotus vorne. So, jetzt aber die Pole Position rausfahren hier. In Q3. So, 1,21er Zeit muss ich fahren, denn mein Ziel ist, wäre der Erste. Los. Sofort. Und wenn und oder aber. Okay, zwei fahren vor mir raus. Das ist einfach der frühere Boxengast haben als ich. Das ist Williams auch noch. Der mich nach jetzigem Stand auffällt.
Fraps jetzt auch, warum auch immer. Das kann ich jetzt aber überhaupt nicht gebrauchen. Ja, so langsam. Alter, was ist denn das schon wieder? Ja, ein Frame, ey, ganz toll. Neue Updates sind verfügbar. Das sagt schon alles aus. Scheiß Windows-Updates, ey. Genau das ist... Ey, ich vergesse das jedes Mal auszuschalten. So, zurück zum sportlichen Geschehen hier. So, alle auf der Strecke. Eins 21,7 reicht das? Nein, Hamilton ist schneller. Weber auch. Eins 21,4. Ach du Scheiße, ne? Ich bin nur noch Fünfter, nur noch Sechster. What the hell? 1,21,3? Alter, wie fahren die hier so schnell? Boah, Fraps. Boah, hast du's bald wieder? Also nur ein Q3 sowas, ey. Da kann ich echt nicht gebrauchen. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten zwei Runden rein. Ziehen wir nochmal einen neuen Satz auf. Aber mit Platz 6 gebe ich mich aber nicht zufrieden. Schauen wir uns nochmal die Sektorzeiten an. Wo verliere ich die scheiß Zeit?
Ja, 14. der Mittelsektor. Und im letzten Sektor verliere ich auch noch Zeit. Alter, ich verliere überall Zeit. Du hast Plätze verloren. Im Augenblick bist du Sechster. Wir sind bereit. Erster und Schlusssektor. Zweiter Sektor und Schluss. Boah. Zweiter Anlauf. Jetzt haben wir auch keinen Williams vor mir. So, erster Sektor stimmt. Wenigstens vor Weber will ich gehen. Mann, die Kurve muss ich mit Vollgas nehmen können. Oder fast mit Vollgas. Fangen die dann jetzt ein Schleichtempo jetzt hinzulegen? Ist jetzt Fünfter. Ja! Im Moment stehst du auf der Pole. Ah, oh, da war ja was gegeben, Raikönen. Fantastisch, das war die schnellste Runde. Das ist eine Behinderung. Boah, was für eine Zeit. Eine Minute, nur noch eine Minute. Traumhafte Runde war das. Da war ja fast kein Fehler zu erkennen. Der einzige Fehler ist mein Sprit. War die Kurve auch perfekt erwischt diesmal. Ich glaube, ich habe immer noch was im Sektor 2 verloren. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Das ist die Pole Position. Yeah! Dann kann ich ja meinen Geburtstag heute mal richtig feiern hier. Nochmal links herum, nochmal rechts herum und dann nochmal in die Boxengasse. Habe ich ja nochmal 19. gefunden insgesamt. Wow. Pole. Pole Position.
Gratuliere! Fantastische Leistung! Boah, mit 15. Vorsprung. Ja, das werde ich versuchen. Kimi Räikkönen habe ich damit auf Platz 2 verdrängt. Hamilton, dritter, Button auf der 5 und Webber auf der 6. Wer der Erste erreicht. Teamkollege wurde 6. Räikkönen gratuliert uns. 5. Pole Position. Ruhig den nächsten Sieg, den Hattrick, glaube ich. Im Rennen wissen wir mehr.